Untote können ruhig mich mal am Hintern lecken. Schwerter klingen, 6 Stück, wiegen jeweils 10. Ach Mann, die wiegen so viel. Wieso wiegen die denn so viel? Stab der Funken, den können wir super verkaufen. Gut, da müssen wir wohl die... Nee, die Talmarobe kann ich jetzt nicht wegschmeißen. Ha, hätte ich die doch da liegen gelassen. Die wären doch sicher nicht verschwunden. Hätte ich hier wieder herkommen können, wenn ich das gute alte Drachenzeug in meinem Dingensens... Anwesen, in meinem Heimat-Dingensens da verstaut hätte. Also hier in Briesenheim. Mann. Gut, schade eigentlich. Dossier der Talmor, alles Dossiers. Gut, okay. Schlüssel. Was war da unten noch? Ach, Drachenschuppen. Drachenknochen und Drachenschuppen. Boah, die sind so schwer einfach. Wieso müssen die denn so schwer sein? Können die nicht einfach mal leicht sein? Hä? Korb, Krug. Gut. 2 Gramm. Tintenfass. Weg damit. Verehrter Malachit, verehrter Mondstein, winziger... Okay, gut. Tja, müssen wir doch welche hier lassen. Ich frage mich nur, welche. Also von den... Dann packen wir jetzt einfach mal... Ja, müssen wir halt 4 Schwerter der Klingen hier lassen. Oder nee, 3 Schwerter. Nee, doch 4 Schwerter der Klingen. Ja, Mann. Gut. Packen wir... 4 Stück. So. Mach mal nur. Gemein. Ich mag das nicht. Aber die sind schön viel wert. Die kann man wirklich super danach her verkaufen. Suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt. Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ich habe kein Wort von dem gehört, was ihr gesagt habt. Möchte ich nur erwähnen, wenn ihr jetzt gerade hier... kann man das glauben und so? Hast du noch nicht gehört? Ich bin vollkommen verblendet. Insofern habt Nachsicht. Nein, von sowas habe ich noch nie gehört. Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen. Aber uns bleibt keine Wahl. Naja. Gut. Da ist uns gerade die Fackel abhanden gekommen. Was habt ihr gegen die Bau? Ich frage mal. Ja, gut, ja. Dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wieso wir eigentlich? Wir würden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen. Guck mal, der Wind können. Da. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Ja. Talos schütze euch! Bla. Gut. Der Hals der Welt haben wir begonnen. Ich muss irgendwo anders hin. Wir sollen mit Agnaya sprechen. Ja, froh, dass wir diese kleine Vorratskammer dort entdeckt haben. Oh. Kann man hier oben lang? Ach, was war denn hier? Himmelsrand! Hey! Super! Schöne Sache. Ach man, es ärgert mich jetzt aber, dass wir den ganzen Kram da hier das teure Zeug da nicht mitnehmen konnten. Ist ja ärgerlich. Hätten wir alles so schön verkaufen können, noch Mensch. Oder hätten wir einfach behalten können, dann irgendwie verbessern oder Magie raufpacken. Und ich finde ja dieses Drachenschwert, wie ist das? Drachenblut oder irgendwie sowas? Das fand ich ja wirklich schön. Das müssen wir irgendwann mal einen starken Drachen ausprobieren oder wie sowas. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Hängemus? Ja, ja, Hängemus. Gut. Sieht ja auch schön aus. Alter Tempel, oder was ist das hier? Wahrscheinlich. Schöner Ausblick. Könnte man sich hier so schön einen Balkon oder ein Pavillon oder sowas hinbauen? Na, ja, jetzt kommt... Na, kein Hängemoos, schade. Aber gut. Ja, wirklich schöner Ausblick. Da unten ist... Was ist... Ach, das ist Dingensens hier. Dieses kleine Lokalteil. Was machen wir da? Was frucht denn da eigentlich gerade mit unserem Schwert rum? Ich speichere gleich mal ab, wenn wir hier wieder, bevor wir hier irgendwo runterfallen. Also ich speichere genau hier ab. So, speichern. Auf dem 67. Spielstand. Ich bin ja schockiert. Okay, hier fallen wir uns doch zu Tode. So, hier geht's runter. Na gut, runter geht's überall, aber ich möchte irgendwo runter, wo ich mir nicht das Genick breche. Okay, gut, hier geht... Scheint man ja relativ gut weiterzukommen. Okay. Jetzt hier mal am Rand lang.
Ich habe immer Angst. Irgendwie bin ich das gewohnt, dass man in total vielen Spielen andauernd ertrinkt. Das möchte ich hier möglichst vermeiden, weil das so ein blöder Tod ist einfach. Also fast genauso blöd, wie 20 Mal von derselben Tusse erbornet zu werden. Wow, lass mich nicht ertrinken. Hallo? Hallo? Ah ja? Ah, ich verstehe, wieso ich hier nicht rauskomme. Okay, jetzt aber. Da war uns der Wasserfall im Wege, sozusagen. Oh, eine Schlammkrabbe. Hallo, Schlammkrabbe. Na, wie geht's? Ach man, wollte ich doch gar nicht umbringen. So. Kommen wir wenigstens wieder an den guten Schlammkrabben-Chitin ran. Der zum Glück total viel bringt. Und da oben sind wir wieder bei... Wie ist das eure Kaff nochmal? Ach Mensch. Kolzgermine, ja. Wir haben hier gar nichts verloren. Okay, gut. Wir können uns jetzt eigentlich theoretisch wieder teleportieren, aber da vorne steht unser Pferd. Insofern wage ich zu behaupten, dass es eigentlich vollkommener Schwachsinn ist. Gut, die Mine, da bringt uns nicht weiter. Wir müssen jetzt wohin genau? Das ist falsch. Nein, das ist auch falsch. Ich drücke irgendwie immer auf alle Tasten, die nichts bringen. Das Ding hier hinten, kriegen wir das irgendwann mal weg vielleicht? Da wollte ich nicht hin, ich wollte... Scheiß drauf. Egal, ich habe mich jetzt nach Drachenbrügge anscheinend teleportiert. Was ziemlich dämlich ist, wenn ich das sagen darf. Wahrscheinlich erwartet uns da wieder ein Drachenangriff. Kann ja auch gut sein. Aber ich glaube, ich werde mich trotzdem nicht nach Questziel und sowas bewegen. Ich wollte eigentlich die Markierung da wegbekommen. Nämlich die irgendwo anders hinsetzen und dann vielleicht entferne oder irgendwie sowas. Müsste ja eigentlich gehen. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Kann ich nicht die Markierung hier einfach markierter Ort? Tja. Ich kann nicht weiter ranzoomen, oder? Okay, Umgebungskarte bringt ja auch relativ wenig. Nee, es bringt gar nichts. Dann gucke ich eben nochmal, wo wir jetzt so hin... Weltkarte, danke. Wir könnten jetzt eigentlich mal nach Einsamkeit theoretisch schon an so einer Crab verkaufen. Ein bisschen trainieren, wenn es hochkommt. Und wir müssen wohin? Ach, ja, zu den Graubärten müssen wir. Ah, ja, klar. Gut, dann gehen wir erstmal hier oben kurz nach... wieso nach Einsamkeit eigentlich? Ich wollte doch nicht nach Einsamkeit, ich wollte doch nach Winterfeste. Beziehungsweise zur Akademie von Winterfeste. So. Ach, hallo, dich kenne ich ja noch gar nicht. Einst trachteten die Drachen nach der Vernichtung der Versklavung aller sterblichen Völker. Mann, schwer zu lesen. Ein Unterfangen, das sie zweifellos erneut versuchen würden. Bla. Zweihandwaffen bewirken mehr Schaden als Einhandwaffen, eignen sich aber nicht so gut zum Blocken. Weil ich mache sowieso jetzt nicht mit Blocken und so was rum, aber Einhandwaffen sind mir einfach wesentlich schneller als Zweihandwaffen. So, schön, dass ihr das Tor öffnet, so ganz automatisch. Ach, erinnert euch noch daran, wie hier ein Drache im Innenhof gelandet ist? Ah, das waren aber Zeiten. Das war schön. So, wir müssen hier rein. Die Halle der Elemente, wenn ich mich nicht täusche. Und von da aus kommen wir relativ leicht zu diesen Gemächern. War mir nicht so? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Ich muss, glaube ich, hier lang. Arcaneum, ins Arcaneum. Müssen wir nicht eigentlich in die Halle der Bekräftigung? Ach Mist, ich dachte jetzt Halle der Elemente, Halle der Bekräftigung. Ah, scheiße. Mann, ich bin heute so verpeilt, wirklich. Hier sind wir wieder nur in der Bibliothek. Ja, super. Okay. Können wir da klauen bis zum Abwinken? Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Naja, schöne Vitrine. Sicher total viel Interessantes drin. Gut, aber eigentlich muss man ja leise sein in so einer Bibliothek. Wir wollen nicht nach Himmelsrand. Weil hier wird ja fleißig gelernt. Von den vielen Leuten, die hier alle sind. Einer. Dann müssen wir oben übers Dach anscheinend wieder rennen. Ach, was bist du für ein Netter.
Die Dämmerwacht verfügt über gepanzerte Kampftrolle, die in zum Kampf gegen Vampire eingesetzt werden. Naja, haben wir auch schon mal gemacht. Ist witzig, wir haben jetzt hier wieder total viele neue Bildchen. Freut mich ja. Sieht man nicht mehr ganz so viel den gleichen Scheiß. Ist ja schön. So wieder on top sozusagen. Oder auch nicht, ich weiß gerade gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin, in die Halle bekräftigen. Die war doch unter diesem komischen Torbogen da. Oder war das hier? Warte mal. Hatte der Leistung. Gut, dann war es wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Hier ist was? Hier ist gar nichts. Ach so. Gut. Hätte ich auch lange da gucken können. Hallebekräftigung. Komm. Komm. Bitte. Ja, ich suche die ganze Zeit nach Falltüren. Hallebekräftigung. Da sind wir ja schon richtig. Und dann geht's auch heiter und munter weiter. Und jetzt kommt hier gar nichts mehr. Nehmen wir mal einen Text. Ach Mann, ihr seid gemein. Also die Ladevorgänge in Skyrim, die nehmen schon sehr viel Zeit ein. Ich schneide die aber auch nicht heraus, weil ich finde, erstens, das sind trotzdem noch Zeiten, die man rechtfertigen kann. Okay, hier sind wir falsch. Und das ist ja schön, die füllen hier mal alles eifrig nach. Ich sollte einfach hier auf das herkommen. So, dank der starken Heilung. Ist aber jetzt nicht schön. Gut, da müssen wir jetzt ganz schnell irgendwo einen Käufer auffinden. Bist du eine Käuferin? Ah, du bist ja, klar bist du eine Käuferin. Die Wiederherstellung ist eine Zauber und Beschwörungen für jene, die sie ja, anwenden. Ist klar, ich will meinen Scheiß bei dir loswerden. So, wir können uns der jetzt sicher hier die Roben andrehen. Talmarobe mit Kapuze. Na ja, gut. Besser als gar nichts. 157, oder? War doch irgendwie sowas in der Richtung. Und wir haben jetzt wieder genug Platz. Sollte zumindest so sein. Und Stab der Funken. Ach ja, klar. Gut. Schriftrollen könnten wir ja auch theoretisch andrehen. Die nützt da sowieso nie. Ach, ist da was? Hier, weg damit. So, Bücher von Bla. Blitzrune. Gut, könnte man irgendwann theoretisch einfach mal machen, weil, keine Ahnung, wieso nicht. Und dann können wir jetzt hier weiter plündern, munter und fröhlich. Ektoplasma. Ich nehme es jetzt alles einfach mal mit. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Ah, nein! Ein Missgeschick! So. Nehme ich hier drüben den blaue Bergblume. Ach ja, klar. Könnte ich hier drüben eigentlich theoretisch direkt wieder Tränke basteln? Da oben liegt noch mehr Kram rum. Und da liegt noch mehr Kram rum. Es ist immer schön, wie die das hier alles nachfüllen. Kann sich wirklich super bedienen. War hier nicht auch irgend... Ach, hier war doch sicher auch noch... Hier nicht. Hier auch nicht. Wo waren das? Hier war das. Ah ja, super. Hier waren die ganzen Seelensteine. Die man natürlich auch immer mitnehmen soll. Jetzt schießt aber die Vitrine nicht sofort wieder. So, und jetzt könnte man eigentlich... Nee, könnte man nicht. Ich verzauber jetzt hier noch nicht schon irgendwas wieder. Entschuldigung, ich war's. Wir müssen hier runter. Und hier war doch sicher die... Ja, hier war die Zerstörungsdingensens-Trainerin. Tja, gut. Lernen wir jetzt bei der irgendwas? Was hat denn der da alles rumzuliegen? Gewöhnlicher Seelenstein, naja. Gut, okay. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Einfach so, keine Ahnung, weil ich das hier alles schon nicht mehr kenne. Totenschädel, kleiner Seelenstein, naja, klar. Gut. Hier oben liegen auch noch jede Menge Seelensteine rum. Ich glaube, das Magierlichts. Das hier kann man ja alles wieder mitnehmen. Oh, lecker Apfelkuchen. Oh, jetzt ein lecker Apfelkuchen. Das wäre schön. Hier ist wieder, ja, gut. Ich guck mal, was sie gerade so alles beibringen kann. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Aber es gibt natürlich immer Platz für Verbesserung. Ja, klar. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Klar, ist logisch. Ich will nur gucken, was sie verkaufen kann. Oh ja, wir können hier wieder... Stab der Furcht.